Hallo und herzlich willkommen zurück zu Beyond. Wir sind fertig mit... Also, wir sind fast fertig mit Bauen. Ich habe gebaut zu Ende, so halbwegs, wie ich dachte, dass es ganz cool aussehen wird. Und es ist... man muss sich auch mal selbst loben. Ja, ich finde, es sieht scheiß cool aus. Ja, ich habe hier diese Lampen. Das sind die von Project Red. Diese typischen Illuminated Panels Dinger da. Und die sehen sau cool aus. Ja, das hat wirklich so einen Fallout-Style. Ich bin wirklich so gerade ein bisschen wieder im Fallout-Fieber. Mal gucken, wann Fallout VR kommt. Das ist bestimmt sau cool. Egal. Ich habe hier die Wandpaneele noch verbaut. Ich habe es jetzt so gemacht, dass die Chisel-Dinger an dem Block außen sind. Das heißt, hier innen drin... Oh, ist noch Schnee. Und hier kann jetzt noch was hingesetzt werden. Der Kaktus kann endlich wachsen. Da freut er sich bestimmt. Und diese runden Ecken sehen jetzt so aus von hier. Hier ist jetzt der Wireless Charger, weil ich musste da hinten an das Licht noch dran kommen mit dem Wireless Charger. Und an das Licht hier auch. Und das war zu weit weg von dem da hinten hier. Deswegen muss ich es einmal in die Mitte verteilen. Aber ja. So, das ist jetzt das untere Geschoss hier. Ich finde, das sieht super cool aus. Und es hat sich nicht viel verändert, außer hier ein bisschen mehr Platz. Die Wand gucken wir uns gleich von außen an. Ich habe einen zweiten Stock gebaut, denn wir müssen natürlich hier oben noch ein bisschen Platz nutzen. Das war ein Krampf. Ich sag euch, ich hab hier viel länger dran gesessen, als ich eigentlich vorhatte. Das war fürchterlich. Und hier fehlt auch noch eine Reihe Chiselbits. Toll. Großes Kino. Nun denn, das ist jetzt unsere... Kann ich hier? Ja, gut. Ich würde nämlich gerne hier so eine Art Reaktorraum machen, im Sinne von Semi-Reaktor, weil wir natürlich keinen echten Reaktor haben, aber wir haben ein großes Speichermedium, das wir dann von hier klauen werden. Also wir werden das Ding nach da oben hin verfrachten, groß machen, die Dinger dann oben ins Glas einsetzen. Machst du keine Geräusche? Ich glaube nicht, ne? So, machen wir mal den Hover-Mode hier. Also das ist jetzt das Ganze jetzt von außen. Es sieht wirklich sehr, sehr technisch aus. Ich finde es sau cool. Und auch von hier von außen sieht es ziemlich cool aus. Ich finde, es hat was, wenn wir hier rüber gehen. Oh, das Ding ist so laut, ne? Da hat morgen noch meine Kopfhörer kaputt gegangen sind, habe ich jetzt auch noch andere Kopfhörer, die nochmal das ganz anders für mich wiedergeben. Aber nochmal lauter. Ich hoffe, für euch ist alles gleich. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Und wenn, tut es mir leid, weil ich kann es gerade nicht ändern. So, ich finde, es sieht scheiß cool aus. Und das können wir noch nach hier oben erweitern eventuell. Obwohl, vielleicht auch nicht. Hier sind meine Schafe für die Wolle. Stimmt, die habe ich ganz vergessen, meine Schafe. Oh Gott. Stimmt ja. Wobei, bis jetzt habe ich keine Wolle mehr gebraucht. Lass mich rein. Dankeschön. Tür auf. Tür zu. Tür auf. Tür zu. Ich find's toll. Ja. Und ich habe auch mal offscreen, wie gesagt, wurde man mit den Melissa's Doors ein bisschen experimentiert. Es gibt eine Door Factory, wo man Türen quasi aus allen Blöcken bauen kann. Aus allen, meine ich wirklich aus allen. Das heißt, er nimmt wirklich nur die Textur des Blockes und natürlich den Block an sich selbst verbraucht er dafür. Aber man kann wirklich alles nehmen. Also alles, glaube ich zumindest. Also ich weiß nicht, wie es ist mit Sachen wie zum Beispiel so einem Hopper. Ich glaube, das sollte nicht funktionieren, weil das kein ganzer Block ist. Aber... alle Blöcke. Ich habe es aus Drawern gebaut und Glas. Das war witzig. Sehr witzig, ja. Aber was schade ist, diese modernen Türen sind ja hier drei breit und die sind alle immer nur zwei breit, auch wenn es Doppeltüren sind und die zur Seite aufgehen. Ist nur zwei breit, nicht drei. Deswegen bleiben die jetzt erstmal so. Hier habe ich noch nicht so viel gemacht. Die Textur habe ich auch noch nicht gemacht. Und die Texturen hier, die drei neuen, sind noch nicht im Texture Pack drin. Da müsst ihr ein bisschen gedulden. Ich habe momentan einfach keine Zeit. Es tut mir leid. Ich muss auch hier ganz schnell noch ein bisschen aufnehmen. Deswegen aber hin. Und zwar müssen wir ganz kurz... Bevor wir jetzt hier den Strom kappen, müssen wir erstmal Strom verlegen. Nein, lass los. Und dafür brauchen wir davon definitiv. Haben wir ja welche übrig? Ja, Energetik, please. Und zwar brauchen wir gar nicht. Stimmt, ich Idiot. Wir haben noch unsere Plugs. Plug and Play heißt es ja hier. Plug and Play. Point. Direkt aus dem System holen. Point. So. Und dann nehmen wir direkt hier alles mit. Können wir auch hier endlich mal die Wand dicht machen. So, die Frage ist, warum habe ich die hier eigentlich noch? Ich glaube, weil ich sie nicht hochcraften konnte. Eventuell. Controller. Ich
Dann muss ich alles wieder neu verbinden, wenn ich den Controller abbaue. Es sei denn, er speichert. Obwohl, ihr müsst es eigentlich speichern, das Netzwerk. War hier. Ja, hier ist auch noch Strom. Ach so. Ja. Dann müssen wir gleich mal kurz gucken. Da können wir den Point dran bappen. Der kann ja dann auf beide zugreifen. So, Point. Jawohl. Mein Netzwerk ist zwar nicht aktiv, aber das passt schon. Also. Ich will hier so eine Art, also das Speichermedium will ich hier machen, das aussieht wie ein fetter Reaktor. Deswegen. Das ist schon mal nicht korrekt. Toll. Ups. Hingucken, wenn man setzt. Das da. No, genau. 1, 2, 3. So, und hier oben kommen dann die Solarpaneele hin. So, was mache ich jetzt mit euch beiden? Solarpanel 3. Ach ja, erstmal kurz hier einlassen. Und zwar können wir dann... Ach ja, stimmt. Die müssen nach unten gesetzt werden. Zap, zap. Nein. Nein. Ah, komm schon. Und so. Sieht witzig aus. Gut, dann kommt hier wieder Glas hin. Erstmal. So. Wobei funktionieren die... Obwohl, nee, geht ja gar nicht. Ist ja... Obwohl... Die müssten aber eigentlich über Glas funktionieren. Oder unter Glas in dem Fall. Weiß es gar nicht, egal. Der Himmel ist komplett frei. Komplett, ja, perfekt. Jetzt müsst ihr mich nur wieder hier reinlassen, bitte. Danke. Flup. Dankeschön. Okay. So, jetzt brauchen wir natürlich mehr davon. Eigentlich. Ich überlege gerade, wir könnten lustigerweise, könnten wir hier den Controller hinsetzen. So, dann sollte jetzt hier wieder alles laufen. Und den Plug. Brauchen wir davon. Einmal ganz kurz hier drauf. Damit wir kurz unseren Strom verteilen können und hier wieder alles läuft. Hoffentlich. Nope. Muss ich dich neu connecten? Ich glaube schon. Wo ist denn mein Security? Security! Da. Na, stop it. Yep, okay. So, habe ich denn die Dinger eingespeichert? Capacitor Bank. Was habe ich denn für welche? Die 5 Millionen, na? 5 Millionen, na? Ich bräuchte... 1, 2, 3, 4, 5. Fürs Erste? Ja, ne? Gucken, ob wir das hinkriegen. Glowstone technisch. Nope. Habe ich es mir doch fast gedacht. Okay, Glowstone, das gute alte... Achso, Quatsch. Wir können... Ah, stimmt. Wir müssen mal dringend hier sortieren. Wir müssen auch hier mal eine kleine Automatisierung reinpacken. Denn hier ist natürlich die Kacke am Dampfen, wenn die Viecher so richtig krass ihre Combs produzieren. Wir könnten es direkt ins System importieren. Hm, wäre keine so schlechte Idee. Wie schaut es hier aus? Oh ja, hier ist auch ordentlich was los. Ja, wobei hier müsste man dann sortieren... gut, wir müssen einmal ganz kurz die Bienen aufräumen, sonst ist hier nämlich... Ach ja, die Rockies habe ich getrennt, damit ich sie dingseln kann. Das kommt noch. Machen wir später. Jetzt ist erstmal nicht gerade die Bienenzeit. Ich brauche bloß den Glowstone. Bienen ohne Ende. Badaboom. Die kommen hier rein. Oh Gott, hier ist die. Oha. Oh, ahauaha. Ahauahauaha. Dann nehmen wir uns mal kurz eine Kiste. Das übliche Kisten stapeln auf Hopper. Mhm. Das wird jetzt zum Glück direkt alles ins System gekippt. So, dann sollte jetzt das Ganze auch funktionieren. Mit den Capacitor Banks, mit dem neuen Glowstone. Dann können wir auch direkt
10 machen wir mal. 1, 2, 3, 4, 5. Nein, nicht ganz so viel, obwohl. Nein, erstmal 5. Langsam starten, sonst dauert es wieder so ewig und immer ewig die Crafting-CPUs und so belegt. Das ist immer nicht ganz so praktisch. So, aber es gefällt mir schon sehr gut. Ja. Sehr schön. Ihr sollt natürlich noch ganz clevererweise die Solarpaneele mit dem Speichermedium verbinden, ansonsten wäre das ziemlich dämlich. Ja. Mitte oder Rand? Mal Rand. Oh, gut. Oh, wir haben schon die Ender-Dinger. Gut. Aber die brauche ich erstmal nicht. Ich brauche die Enhanced. Enhanced. Bitte. Ach ja, die Sache mit dem verdammten. Energetic, so heißt's. Kurz den Namen entfallen. Go, please. Gut. Wie schaut's aus? Oh Gott. Oh, oh, oh. Ach du Scheiße. Okay, ja, ja, das dauert noch. Ach Mann. Okay, boah, das. Das Einzige, was mich wirklich extrem, hallo, stört an dieser ganzen Verarbeitungsgeschichte, ist, dass es so ewig dauert. Warum braucht es denn, warum hast du denn bitte keinen Kapazitor drin, du Idiot? Ah, ich Idiot. Octetic, please, einmal klauen. Der sollte, glaube ich, auch direkt hier rein. So, jetzt gib mal Gummi hier, ist ja schrecklich. Und du haust auch mal rein, das ist, es ist zwar schon echt fix, aber auch irgendwie nicht fix genug für mich. Persönlich irgendwie, na. Meh, meh, meh. Alles meh. Meh. Okay. So. Ja. Schön. Habe ich inzwischen, kann ich bitte einmal kurz energetic oder werden die direkt weiter verknapst? Die werden direkt weiterverarbeitet. Dann trinken wir einen kurzen Schluck. Oh, shit. Kurzer Stromschwanker? Why? Ach so, warte mal. Shit. Ja, das könnte eventuell. Wo ist meine Jedda? Jedda, Jedda, Jedda. Eieiei. Ja, 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 ja. Wir brauchen dringend die Enhanced-Dinger. Shit. Für das System. Müssen wir ganz kurz austauschen, weil da kommt gerade nicht genug Strom durch. Das ist nicht cool. Ihr seid nicht leer, ne? Na gut. Das hier ist zu schwach. Ich hoffe, es reicht. Es reicht gerade, Gott sei Dank. So, jetzt sollte hoffentlich genug Strom ankommen. Das hält noch? Krass. Ich dachte immer, wenn das System Strom leer geht, dass dann direkt alles gecancelt wird, aber anscheinend nicht. Das finde ich gut. Finde ich gut. Capacitor Banks kommen, das heißt, wir können danach die Enhanced endlich weitermachen. Komm schon, machen Sie hinne. Wo hadert's denn? Oh. Ah, ne. Ich habe den auf Akutelik genommen, ne? So ein Octetic, ja. Okay. Kommst du Strom? Ja, aber du singst. Weil, wo ist denn hier der Plug? Achso, du hast da jetzt oben keine Verbindung mehr. Achso, da kam also auch der Strom her. Okay, gut, alles gut, alles gut. Jip, jip, jip. Dann müssen wir dann gleich. Upala, wow. Dieses Jetpack ist so stark. Ja, einmal ganz kurz hier nachfüllen, bitte. Och, ne, ernsthaft? Jesus! Okay, einmal kurz hier austauschen und dann müssen wir ganz dringend nebenan austauschen, denn
dann könnte langsam der Strom knapp. Jetzt lass mich da hoch. Ah! Please. Komm mal. Anita wäre übrigens hier gewesen. Clever, clever. Ich darf erstmal weg, kurzfristig. Gerade wird noch nicht gebaut. Das auch. Was habe ich gesagt? Ich wollte den Steph haben. Steph. Da. Dankeschön. Es geht auch mit Shift? Das ist, oh, es geht auch mit Shift, ehrlich? Auch das? Also ohne? Tatsache, geht auch mit Shift. Okay, dann brauche ich keine Leertaste. Es geht auch mit Shift. Gott sei Dank. Puh. Was habe ich gesagt? Achso, ja, die Enhanced, bitte. Können wir nun. Dankeschön. So, einmal schnell hier oben, auch wenn sie gerade gar nicht produziert, aber die haben noch einen Buffer, der gigantisch groß ist. Okay, ne? So. Jo. Wobei wir inzwischen eigentlich auch mal hier bei denen auf das nächstgrößere upgraden könnten. Oder, na, 5011. Wobei, wir haben mehr. Haben wir mehr? Wie viel produzieren die? Ich glaube, 2000 pro. Nee, 2, 4, 6, 8. Ja, doch. Nee, 2, 4. Oh, ich weiß es gar nicht. Wir müssen uns kurz hinlegen, dann können wir das mal kurz gucken. Ah. Aber ja, davon abgesehen, sollte man trotzdem uns erstmal darum kümmern, dass all unsere Base hier gerade mal Strom bekommt. So. Das war's. Hier. Ja. Dann. Hier ist alles, ne? Du bist verbunden. Du sowieso mit den Dicken. Und wo gehst du hin? Ach, da unten. Ah, nope. Bitte nicht. Hier ist auch alles mit den Dicken verbunden. Gut. Dann gucken wir mal ganz kurz. Wie schaut es hier aus? Was haben wir hier so? Du bist voll, deswegen. Achso, du bist so das Kleine. Das Dicke macht 2K, ne? Also 2, 4, 6, 8. Okay, da sollten wir eventuell wirklich mal die Dicken. Die in der. Wie viel kosten die? Okay. Capacitor Banks. Kapazitoren. Eine fehlt. Warum fehlt eine? Irgendwas ist da schief gelaufen. Ich glaube, das war ich selbst. Das kann sehr gut sein. So, du kommst weg. Du kommst weg. Hopp, hopp. Wunderschön. Boah, 20 11 pro Tick. 20.000. 20k 11 pro Tick. Das waren die, ist es Max von denen, ne? Ja, klar. Wow. Das ist geil, Omatico. Gut, 2 Capacitor Banks, wenn es geht, noch bitte. Gut, dass ich absolut nicht zählen kann. Das wäre sonst viel zu witzig. Habe ich. Oh, natürlich. Natürlich. Cleveres Mädchen. Wie immer. Hier kommt Strom. Sorry. Oh. 2 Stück. Dankeschön. So. Okay. Das wird gemacht. Die werden hier noch hingestellt. Ich würde das ganz natürlich gerne als ganzen Ring, aber eins nach dem anderen, ja. Wir müssen ja nicht gleich völlig übertreiben. Jo. Das stört mich auch ganz gewaltig hier mit den Dingern. Das muss ich noch dringend austauschen. Ja. Gut. Also, ich würde sagen, wir sind in der nächsten Folge wieder. Wenn wir unseren Reaktor weiter aufbauen. Der kleine. Hier, Screenshot. Zip. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.